Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Wanderung im Berchtesgadener Land. Heute Morgen sind wir an unserer Pension gestartet und wir wollen heute auf den Grünstein laufen. Ja, der Wetterbericht hat gesagt, dass es heute Mittag ein Gewitter geben soll. Das hat er gestern gesagt, als wir dann heute Morgen um 7 noch im Bett gelegen haben und geschlafen haben. Da kam das Gewitter, mittlerweile haben sich die Wolken verzogen, der Regen hat aufgehört, es ist blitzblank blauer Himmel, einige weiße Wölkchen sind da und bestes Wanderwetter. Es ist zwar relativ schwül, aber naja, wir schauen mal. Uns erwarten heute knapp 10 Kilometer und 600 Höhenmeter im Aufstieg bzw. im Abstieg. Ja, es ist ein sehr schöner Tag und möglicherweise der vorletzte Wandertag, den wir hier nutzen können. Insofern freuen wir uns besonders, dass das Wetter nochmal so gut geworden ist und hoffen, dass das dann auch die nächsten 4 Stunden in etwa so bleibt. Ja, da geht es jetzt schön den Berg rauf. Also irgendwie habe ich ein Wasserrohrbruch über meinem Kopf. Es trieft und tropft nur noch von mir runter. Es ist unglaublich. Hängt sicherlich damit zusammen, dass es heute Morgen so viel geregnet hat und jetzt hier die Sonne so drauf ballert, dass das so schwül warm ist. Es ist echt unglaublich. Schwül, warm, heiß und steil. Da oben sieht man die Leute, die den Klettersteig benutzen, um auf den Gipfel des Grünsteigs zu kommen. Scheint ziemlich voll zu sein. Ich meine, es ist super Wetter, die Bedingungen sind bestimmt super, aber ich weiß nicht, ob ich bei so einem Menschenandrang da den Berg rauflaufen wollte. Ja, für uns geht es jetzt ganz normal hier weiter auf diesem ziemlich steilen Weg. Aber wir sind schon auf 850 Höhenmeter. Ich glaube, wir müssen auf 1400 oder 1500. Also das ist noch ganz gut zu schaffen. Ja, wir sind jetzt eben von dem etwas breiteren Weg abgewichen. Haben uns mal kurz am Einstieg zum Klettersteig informiert. Und ja, jetzt geht es hier auf einem schmalen Pfad unterhalb des Klettersteigs den Berg rauf. Ich glaube, das kann man ganz gut sehen. Ups. Also, nach steil kommt steiler und nach steiler kommt noch steiler. We'll be right back.
Wir haben jetzt noch ungefähr 150 Höhenmeter, bis wir oben sind. Ein traumhafter Blick von hier. Schweißtreibender Aufstieg, der sich aber für die Blicke allemal lohnt, würde ich sagen. Möchte 25 Minuten. Jetzt müssen wir noch in Verhandlung treten. Ihr werdet ja sehen, ob ihr einen Ausblick habt. Das ist ganz einfach. Ich wähle die 3 Minuten und Sie die 25. So, hier an der Grünsteinhütte haben wir jetzt etwas gegessen und jetzt machen wir uns auf zum Grünsteingipfel. 15 Minuten von hier aus. Ja, hier der Abgrund, der lässt schon mal grüßen. Mal gucken, wie es dann da oben ist. So, wir laufen jetzt hier auf einem kleinen, schmalen Pfad durch der lichten Wald den Berg runter. Kann man sehr gut laufen. Auch mit Höhenangst ist das kein Problem. Man muss zwar ein bisschen aufpassen, wo man lang läuft oder hintritt, weil die Wurzeln, die hier auf dem Boden sind, ein bisschen nass sind von dem Regen von heute Morgen. Da besteht etwas Rutschgefahr, aber ansonsten ist das eigentlich gar kein Problem, hier zu laufen.
Der Feuermelder in meinen Socken ist angegangen. Die sind kurz vor dem Überhitzen gewesen. Und da kam dieser kleine Gebirgsbach genau richtig. Da konnte ich die Socken dann einmal durchtauschen, die Füße kurz runterkühlen, abtrocknen und mit trockenen Füßen in trockenen Socken kann ich jetzt weiterlaufen. Es ist eine Wohltat. Ja, wir sind jetzt 4 Stunden 20 unterwegs. Ich denke mal, so in der nächsten Stunde müssten wir dann eigentlich wieder in Schönau angekommen sein. Ja, was ist das für ein schöner Panoramablick, den man von hier aus hat? Ach ja, ein Traum. Noch etwa 200 bis 300 Meter, dann sind wir wieder an unserem Startpunkt von heute Morgen angekommen. Ja, von hier aus hat man einen wirklich sehr, sehr schönen Blick auf die Berchtesgadener Alpen. Ja, ein kurzes Wort zu der Tour auf den Grünsteinen. Am Anfang, die ersten 500 Meter sind noch relativ entspannt. Die sind ja praktisch locker flockig abgelaufen. Aber danach hat die Tour es wirklich in sich. Also es geht wirklich richtig, richtig den Berg rauf. Bis man oben an der Grünsteinhütte ist, sind das etwa 600 Höhenmeter, die man zu bewältigen hat. Und von dort aus muss man dann noch mal etwa 15 Minuten laufen, bis man oben auf dem eigentlichen Grünsteingipfel angekommen ist. Und da hat man wirklich einen sehr, sehr schönen Blick auf das hohe Göll, auf das hohe Brett, auf die umliegenden Berge. Man hat auch von dem Sattel vor der Grünsteinhütte einen schönen Blick auf den Königssee. Also diese Plackerei da den Berg rauf, das lohnt sich allemal. Ja, die Tour ist jetzt gleich vorbei. Ich freue mich, dass ihr bis hierhin durchgehalten habt. Ich würde mich auch sehr freuen, wenn ihr durch einen Like oder ein Abo oder einen Kommentar zeigt, dass es euch gefallen hat. Wir sehen uns im nächsten Video, wenn ihr mögt. Bis dahin.